Mamma mia.
richtig schwer, dieses Werk. Es ist richtig schwer. Das steht der klassischen Musik in nichts nach. Da lege ich Wert drauf. Und das gehört honoriert. Das war wirklich eine tolle Leistung. Liebe Freunde, es ist wieder soweit. An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken. Zunächst mal sämtliche Schülerinnen und Schüler, die heute Abend mitgewirkt haben. Es kommen ja noch ein paar. Wir haben ja noch die Jazz-Kombo, die wirklich spektakulär. Liebe Regina, du bist unser Vocal Coach. Du hast das ganz toll gemacht. Hier ist dein Blumenstrauß. Prima Arbeit. Die haben alle gut gesungen, oder was meint ihr? Deine Leistung, hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes darf ich die Claudia Stefani mal zu mir auf die Bühne bitten. Claudia, komm zu mir. Claudia hält unsere Räume in Ordnung, kümmert sich um die Unterrichtsräume und kommt jede Woche und macht alles schön für uns, damit wir gut arbeiten können. Vielen herzlichen Dank für deine tolle Arbeit. Vielen Dank. Wo bist du? Ingrid Hammerschmidt, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Kommt sie? Komm zu mir. Du bist auffällig. Die Inge Hammerschmidt macht Büro, Buchhaltung, Pressearbeit, alles. Einfach alles. Vielen herzlichen Dank, liebe Inge. Vielen Dank. Bedanken, der mir immer wieder hilft und sich komplett im Hintergrund hält, aber die Bohemian Rhapsody zum Beispiel. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist, da die Noten aufzuschreiben? Wie viele Stunden da drin stecken, das für Saxophon, Trompete, Geige, Chor, für die Band alles aufzunotieren, zu transkribieren und zu arrangieren. Und da hat mir einer unserer Chorsänger geholfen, ein studierter Musikwissenschaftler und hervorragender Bassist, nämlich Uwe Treu. Lieber Uwe, komm zu mir und hol dir deine verdiente Belohnung. Nicht nur die Bohemian Rhapsody hat er für mich niedergeschrieben, sondern auch die Abschlussnummer, die wir später mit der Jazz-Kombo spielen. Ich verrat's noch nicht. Das letzte Stück, da hat er auch seine Finger im Spiel gehabt. Das war wirklich total hilfreich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da ist ein obligatorisches Gespräch. Und dann, liebe Freunde, haben wir noch meine bessere Hälfte, nämlich die Joelle, die mich immer wieder unterstützt, damit sowas möglich ist, die mir unter anderem eben auch die Geschenke reicht. Und selbstverständlich hat sie sich selber auch ein paar Blümchen verdient. Liebe Joelle, wo bist du? Bring dir einfach deinen Blumen selber mit. Dankeschön. Wie weit sind wir denn mit den Jazz Drums? Passt soweit? Ja? Ja, liebe Freunde, wir hören jetzt die Gruppe DC Alcodas, formerly known as Jazz Combo der Groove Academy. Sie haben ja die letzten Jahre immer schon gespielt und mittlerweile sind sie auch wirklich nachgefragt und werden immer wieder gebucht. Übrigens, alle Bands der Groove Academy kann man selbstverständlich auch buchen, wenn ihr Geburtstag habt oder Zeit oder man kann die alle buchen. Ja. Die Jazz Combo ist besonders gefragt. Wir haben immer wieder Anrufe, da heißt es, Mensch, ihr habt doch so eine tolle Jazzband, wie kann man die nicht buchen? Ja, kann man, tatsächlich. Und demnächst spielen sie unter anderem im Kreml-Forum mit The Picking Project zusammen. Wann ist denn das? Das ist am 8. April. Am 8. April, liebe Freunde, im Kreml-Forum, The DC Alcodas mit The Picking Project. Das ist ein Pflichttermin, da müsst ihr hingehen. Was auch ein Pflichttermin ist, ist der nächste Sonntag, nämlich hier im Hinterhalt wieder Jam Session.
Alle Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, sich hier zur Jam Session einzufinden. Es gibt offene Bühne, ganz egal wie gut oder wie schlecht, Profi, Amateur, völlig egal. Alle Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, die Jam Session zu besuchen. Und selbstverständlich, auch wenn man nichts spielt, darf man zuhören. Es kostet auch nichts. Das ist ein toller Termin. Ich gehe selber gern hin, wenn ich Zeit habe. Ganz tolle Sache, sowas muss man auch pflegen. Deswegen die Werbung für die Jam Session jeden dritten Sonntag im Monat hier im Hinterhalt. Sonntag. Nun wünsche ich euch, Ihnen viel Spaß mit den DC Alcoders. Es gibt wiederum vier Stücke, drei Jazznummern und dann ein Abschlussstück auch wieder mit unserem Vokalensemble. Bitte habt Verständnis, dass wir keine Zugabe geben nach diesen vier Nummern. Mit Rücksicht auf die jüngeren Schüler, es ist ein langer Konzertabend, wir wollen es nicht zu lang rauszögern, die vier Nummern noch. Und dann wollen wir alle zufrieden sein mit dem, was wir gehört haben. Ich hoffe, es war für euch zufriedenstellend bis jetzt. Mittlerweile haben wir das Drumset umgebaut. Ja, wir haben glücklicherweise seit einigen Jahren eine Förderung, die wir bekommen vom Freistaat Bayern. Also es gibt ja Musikschulen, die kommunal gefördert sind. Und bei uns ist es so, dass wir also aus einem Fonds mitfinanziert werden, der vom Freistaat Bayern kommt, der uns ermöglicht, wirklich hervorragendes Equipment anzuschaffen, unter anderem dieses Jazz-Drumset von der Firma Gretsch. Solche Schüler wie der Marius haben es wirklich verdient, auf dem besten Equipment auch zu lernen und spielen zu dürfen. Und es ist natürlich toll, dass wir diese Möglichkeit haben, durch diese Förderung so hervorragende Instrumente anzuschaffen. Das erste Stück, was wir hören, heißt Route 66. Take 5 von Paul Desmond. Gespielt wurde es Ursprung von Paul Desmond und Dave Brubeck. Viel Vergnügen. 5/4 Takt. Nicht tanzen. Man stolpert.
Und das Drum-Solo hörten Sie von Marius Hammerschmied. Tobi Baumgartner am Sax. Wenn wir schon dabei sind, am Bass Sebastian Baumgartner. Und jetzt hören Sie Sophie Kulomitschuk am Gesang beim Stück Route 66. If you ever come to Mono, always.
Ja, das war's mit der Groove Academy Night. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und im Hintergrund habe ich ein paar so Bilder laufen. Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert mit Teil 3. Ich hatte einfach sehr viel um die Ohren. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wie immer, lasst mir doch ein paar Kommentare da. Ein bisschen Feedback, was kann man besser machen. Was hat euch gefallen? Lasst mir doch ein bisschen was da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, Groove Academy Night läuft dann nächstes Jahr wieder und da werde ich dann auch wieder hinfahren, aufnehmen. Hat mir sehr gut gefallen. Dominik, nochmal ein großes Lob an dir. Hast sehr gut gesungen. Und an, ja, auch an die anderen Künstler. Also, ihr habt echt einen super Job gemacht. Vor allem die jungen Künstler und Sänger. Kann man nur seinen Hut davor ziehen. Echt super Job gemacht. Ja, und gibt's. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich werde natürlich wieder dabei sein bei Groove Academy Night 2017. Nehmt es auf und schneidet es für euch. Aber bis dahin wünsche ich jetzt euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus. Macht's es gut.